Moin Leute, heute geht es um Fundmate. Das ist eine Spendenplattform, die sich nach meinen Erfahrungen jedenfalls sehr an Abschlussklassen wendet. Und um nochmal ein bisschen mehr Insight zu kriegen, was Fundmate denn ist, lese ich euch ganz kurz den Text von deren Webseite vor. Mit Fundmate könnt ihr ohne großen Aufwand, mit viel Spaß und ohne Risiko eure Projekte wie den Abiball, die Klassenfahrt oder das Sommerlager finanzieren. So einfach war Fundraising noch nie. Im Folgenden wird der Ablauf der Spendensammlung erklärt, die Fairness in Bezug auf Arbeitsbedingungen und die Fairness in Bezug auf Preis-Leistung untersucht. Am Ende werde ich euch noch darlegen, ob ich euch als Abschlussklasse Fundmate empfehlen würde. Los geht's! Wie läuft die Spendensammlung eigentlich ab? Nachdem man bei Fundmate sein Interesse für deren Spendenprogramm ausgedrückt hat, erhält man per Post tonnenweise Kataloge mit Produkten. Diese Kataloge werden dann an alle Schüler der beteiligten Stufe ausgeteilt. Diesen Schülern wird wiederum gesagt, dass sie die Kataloge bei sich zu Hause, bei Freunden oder Verwandten bewerben sollen, um natürlich die höchstmögliche Anzahl an Produktboxen zu verkaufen und somit den größtmöglichen Umsatz machen zu können. Man kriegt pro verkaufte Box 4 Euro Provision. Als nächstes geht es zum Produktkatalog und die Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit den Produkten. So Leute, hier haben wir jetzt die Produkte, die bei Fundmate angeboten werden. Wir haben 6 Kategorien: Socken, Grußkarten, Naturseifen, Geschirrtücher, Mützen, Turnbeutel. Auf der Webseite von Fundmate werden jetzt ein paar Produktionsinformationen dargelegt, was zum Beispiel Produktionsstandards oder Standorte betrifft. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz kurz an. Zum einen haben wir jetzt Socken. Bei den Socken ist eine Ökotex-Zertifizierung, das heißt einfach nur, dass sie schadstofffrei produziert sind. Und aktuell werden Socken aus 3 Standorten bezogen. Zum einen Asien, damit meinen sie China, die hätten auch gleich China hinschreiben können. Etwas komisch, dass das so ein bisschen versteckt wird. Dann haben wir Türkei und die EU. In der EU ist das die Slowakei. Und ich habe mir mal den Fundmate Report angeguckt, denn Fundmate arbeitet mit einer Plattform zusammen, die heißt Fairware, und Fairware kontrolliert die Produktionsstandards vor Ort. Und im Prinzip ist hier das einzige Problem, was jetzt größer ist, dass es excessive Overtime in China gibt. Das heißt so viel, dass es einfach eine extreme Überarbeitung von den Arbeitern gibt. So, hier steht, daran wird gearbeitet, und grundsätzlich natürlich nichts Gutes, aber man muss halt sagen, das ist halt überall so. Das macht es auf gar keinen Fall besser, aber wenigstens wird es hier offen dargelegt. Es gab aber zum Beispiel Probleme in China, die gelöst wurden. So gab es zum Beispiel zuerst die Regel, dass in dieser Produktionsstätte die Repräsentanten für die Arbeiter von der Fabrik ausgewählt wurden, heißt von den Fabrikinhabern oder einfach Menschen, die etwas höher in der Fabrikhierarchie stehen sozusagen. Hier steht aber jetzt, dass es zum Besseren geändert wurde und dass die Repräsentanten der Fabrikarbeiter jetzt von den Arbeitern selbst gewählt werden. Das ist natürlich ein positiver Schritt. Und deswegen gibt es diese Plattform Fairware, denn diese stoßt sozusagen diese Verbesserung an und sorgt dafür, dass sich die Umstände tatsächlich verbessern. Das heißt, es ist definitiv eine gute Plattform und der Score ist gut. Mit nur 60 von 100 Punkten, heißt, wenn man 100 von 100 hat, dann ist das, glaube ich, Dreamland. Ich glaube, das ist nicht erreichbar. Aber definitiv auf jeden Fall schon mal gut, dass sie das so transparent offenlegen. Als nächstes haben wir Grußkarten. Die Grußkarten werden in Deutschland in Freiburg hergestellt. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Fabrik fördert auch noch klimaneutrales Handeln. Auch positiv eigentlich. So, Naturseifen werden auch in Deutschland produziert. Und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Seifen aus. Zu den Geschirrtüchern kann man auch sagen, kommt auch aus Deutschland, aus einem super alten Unternehmen seit 1810. Auch positiv. Wir haben abgesehen davon noch Mützen der Marke Stör. Die werden in Deutschland hergestellt. 50% aus Wolle und 50% aus recyceltem PET. Auch positiv kann man sagen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass dieses Unternehmen irgendwas fördert, irgendwie klimaneutrales oder klimaneutrales Handeln oder so. Ist aber auch jetzt nicht weiter schlimm. Abgesehen davon haben wir Turnbeutel, die werden vom Caritasverband Freiburg hergestellt. Und hier fertigen eben Menschen mit geistiger und psychischer Beeinträchtigung diese Turnbeutel. Auch eine gute Sache, damit die Menschen auch etwas haben, was sie machen können und dass sie sich so ein bisschen im Arbeitsleben betätigen können, wenn sie das wollen. Abgesehen davon werden die Produktboxen auch von Sozialwerkstätten aus Freiburg hergestellt. Abgesehen davon ist der Versand auch noch klimaneutral. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Unternehmen wirklich darauf achtet, gute Arbeitsbedingungen zu haben und größtenteils aus Deutschland zu beziehen. Kommt nicht oft vor. Und deswegen gehen wir einfach mal rüber zum Preis und schauen uns den einfach mal an. So Leute, jetzt rede ich mal ganz kurz noch über die Preisgestaltung von Fundmate. Denn wenn man sich Fundmate einfach mal auf den ersten Blick anguckt, dann würde man denken, ja, das ist schon noch ziemlich teuer und ich weiß nicht, ob ich sowas gerne unterstützen möchte, weil ist es mir wirklich wert,
15 Euro für 3 Geschirrtücher auszugeben oder 15 Euro für 4 Gewürze oder 15 Euro für Seife und ein Säckchen. So, da muss man natürlich entgegensetzen, die Produktstandards sind doch noch, als nächstes ist auch noch ein Fakt, dass pro verkauften Gegenstand hier eine warme Mahlzeit an bedürftige Kinder in Deutschland gespendet wird. Das ist auch eine Sache, die war mir vorher gar nicht klar, als wir diese FarmMed-Organisation überhaupt zu uns gezogen hatten. Ich dachte, die stecken sich einfach die Großteil des Geldes in ihre Tasche. Aber es ist wirklich ein gutes Projekt. Abgesehen davon ist auch noch ganz oft eine Bio-Zertifizierung vorhanden, wo geht, oder auch noch Ökotex bei den Textilien, wie ich es auch schon vorher erwähnt habe. Das heißt, generell die Standards sind hoch. Die einzigen Sachen, die ich wirklich maßlos überteuert finde, sind diese Thermosflaschen und das Salz. Beim Salz waren es, glaube ich, 400 Gramm ungefähr für 20 Euro und hier bei der Thermosflasche 0,5 Liter 20 Euro. Auch einfach etwas zu teuer und bei der Thermosflasche gab es einfach nichts zu Standards, zu Produktionsorts, gar nichts. Deswegen gehe ich einfach mal vom Schlechtesten aus, weil wenn irgendwas Gutes dabei wäre, würden sie es natürlich hier anmerken. Beim Salz war es, glaube ich, Bio-Salz und es war irgend so ein fancy, besonderes Salz, aber wirklich 400 Gramm fand ich schon happig. Abgesehen davon war alles recht gut preislich. Wir haben uns ja vorher auch nochmal die Arbeitsbedingungen angesehen. Es gab eigentlich fast nichts zu bemängeln, bis auf das in China Überarbeitung ein Problem ist und dass die Leute noch daran arbeiten. Aber wenigstens wurde es offen dargelegt. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und somit finde ich den Preis hoch, aber ich finde ihn gerechtfertigt hoch, denn damit werden sehr viele gute Projekte gefördert und auch oft in Deutschland hergestellt und man kann das einfach nicht anfechten. Es ist halt einfach auf den ersten Blick teuer, aber dahinter steckt einfach viel mehr, als man es zuerst vermuten würde. Jetzt zur letzten Frage, würde ich euch FarmMed empfehlen? Meine Antwort darauf ist ja. Ich denke schon, dass FarmMed eine gute Option ist, aber ein großes Aber. Ich denke, wenn man die Option hat, andere Spendeneinnahmen einzunehmen, sollte man definitiv diese etwas größer bewerben. Denn ihr müsst es so sehen, FarmMed ist ein cooles Projekt, das ist fair, das hat sehr, sehr viele Vorteile für alle beteiligten Menschen, aber man muss einfach sagen, man kriegt pro verkaufte Box 4 Euro. Das ist jetzt nicht so super viel und wenn es jetzt den Leuten, euren Angehörigen, euren Eltern, euren Verwandten oder den Leuten aus der Stufe selbst darum geht, einfach nur euren Abschluss zu finanzieren, euren Abschluss zu unterstützen, dann würde ich die Menschen darauf aufmerksam machen, dass ihr nur 4 Euro Provision kriegt und dass es euch wahrscheinlich mehr helfen würde, wenn die Leute anstatt 25 Euro eine Thermosflasche zu kaufen, einfach 25 Euro an euch spenden sollen, denn am Ende kommt von dieser 25 Euro Thermoflasche nur 4 Euro an euch. Deswegen würde ich definitiv einfach nochmal an alle Menschen appellieren, die Geld spenden wollen, aber jetzt nicht zwangsweise was von FarmMed brauchen, einfach sofort zu spenden und nicht noch über so ein Zwischenhändler etwas zu kaufen. Abgesehen davon ist natürlich FarmMed eine sehr coole Idee. Ich fand, das Projekt ist eine gute Sache gewesen und wir haben ja auch bei unserem Abschluss ordentlich davon profitiert. Um die 800 Euro haben wir gemacht und das hat uns natürlich auch geholfen. Ich finde halt die Preise dennoch hoch, aber es ist vielleicht einfach mein Empfinden als Schüler, weil ich noch kein regelmäßiges Einkommen habe. Aber das ist nur so meine Einschätzung von der Situation. Wie gesagt, FarmMed, alles reibungslos abgelaufen und ich habe nichts weiter zu bemängeln. Bis auf eine Sache, die ich etwas frech fand, und zwar fand ich es gar nicht gut, dass die Schüler sozusagen unter Druck gesetzt wurden, ihre Produkte zu verkaufen, weil es gibt nur einen Zeitraum und hier wird so ein bisschen die Situation von, sage ich mal, unvorbereiteten Schülern ausgenutzt, weil, naja, wenn Schüler jetzt extrem unter Druck stehen, so Zeug zu verkaufen, ist, glaube ich, einfach nicht so cool. Also ich finde, man könnte einfach sagen, ja, bis wann habt ihr denn, wann habt ihr eure Abi-Feier und bis dahin kann man sich die Produkte von FarmMed kaufen. Ich würde es einfach so machen. Ich finde, eine Frist festzulegen, in der man etwas verkaufen muss, finde ich etwas stramm und unnötig. Deswegen würde ich das da als einzigen Verbesserungsansatz hier mal so anmerken. Ja, das wäre es soweit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch konnte meine kleine FarmMed Review so ein bisschen helfen.
Falls ja, würde ich mich wie immer über ein Abo freuen. Ich werde in Zukunft etwas öfter so ein paar Recherchen, wie zum Beispiel damals bei Swappy, einbauen, weil das Thema macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Und ich finde, es ist immer sehr bereichernd, wenn man Menschen so ein paar Zusatzinfos zu Themen geben kann, die sie einfach vorher nicht wussten. Das wäre es soweit mit dem Video. Habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video.